Heute reden wir über IFACs oder Trauma-Packs, was da drin sein sollte. Ich habe euch das mal zusammengestellt, gucken wir uns gleich an, kommt das Intro, dann schauen wir da durch. Klären wir erstmal, was ein IFAC ist. Ihr seht, das ist hier eine Tasche. Diese Tasche beinhaltet ganz viele Utensilien, die für traumatische Zustände gedacht sind. Und zwar nicht nur für irgendwelchen traumatischen Zustände, also nicht eine einfache Fraktur oder eine Quetschung oder so eine Geschichten, sondern wir reden hier wirklich von massiven lebensbedrohlichen Verletzungen. Beispielsweise starke Blutungen, beispielsweise Verletzungen der Halswirbelsäule, beispielsweise Spannungspneumothorax, beispielsweise Amputationen oder Teilamputationen. Dafür ist es gedacht. IFAC oder Trauma-Pack oder Trauma-Kit, kann man auch dazu sagen, kommt ursprünglich aus dem militärischen Bereich. Da hat es auch seine Notwendigkeit, schlicht und ergreifend. Damit zu tun mit Schussverletzungen, damit zu tun mit Stichverletzungen, mit Explosionen. Also ihr seht, in welche Richtung das geht. Das kann man jetzt übertragen, auch auf den zivilen Bereich. Da ist zum Beispiel der klassische Verkehrsunfall, wo ihr mit dazu kommt. Da ist beispielsweise der Sturz des Motorradfahrers, da ist der Sturz des Mountainbikers im Gelände, da ist die Absturzverletzung von jemand, der klettern war und sich falsch eingehängt hat. Wir reden hier aber auch von Situationen im Arbeitskontext und wir reden natürlich auch von Unfällen in schwer zugänglichen Arealen im Besonderen. Also das heißt, wenn ihr eine Tour macht und der Rettungsdienst oder die Bergwacht einfach mehrere Stunden braucht, bis sie da ist, werdet ihr sehr, sehr froh sein, sowas dabei zu haben. Ich persönlich habe das in meinem Fahrzeug mit drin. Das ist ganz in der Nähe von meinem normalen Erste-Hilfe-Kit. Normale Erste-Hilfe-Kit oder Verbandskasten beinhaltet ja Dinge, die, ich sag mal, eher so für moderate Verletzungen oder Geschehen gedacht sind. Da weiß ich genau, wo sich das befindet, da greife ich hin, das ist ein Griff, macht das auf, weiß auch, was drin ist. Man muss auch damit üben, ne? Es nützt nichts, wenn ihr euch das zusammenstellt und dann habt ihr es da, sondern es braucht tatsächlich die Auseinandersetzung damit. Ein paar Hinweise möchte ich gerne von weggeben, einfach auch als Disclaimer, damit hier nichts in den falschen Hals kommt in irgendeiner Form. Nichts von dem, was hier drin ist, ist irgendwie gesponsert. Ich werde von niemand bezahlt, dass ich das hier präsentiere. Ich habe die ganzen Sachen selbst gekauft, weil ich überzeugt davon bin, dass es die besten Sachen sind, die man haben kann. Ich gucke aus bestimmten Brillen natürlich, deswegen ist das auch so gepackt, wie es gepackt ist. Erste Brille ist die, mein persönlicher Bedarf. Mein Bedarf sieht so aus, ich bin mit Gruppen draußen, im Outdoor-Kontext, im Survival-Kontext und da gibt es auch manchmal gefahrenträchtigere Momente, die ich gern abfedern können möchte. Die zweite Brille, durch die ich gucke, ist die, wir bilden Menschen aus, die ins Ausland gehen, die auch in kritische Auslandsaufenthalte und Bereiche sich begeben und die müssen in der Lage sein, auf Erste-Hilfe-Situationen anders zu reagieren, wie wir das hier im Kontext Deutschland finden. Wenn ihr im Ausland unterwegs seid, in irgendeinem Entwicklungsland, habt ihr unter Umständen keine Rettungskette, das heißt, auf Rettungsdienst fehlt. Ihr müsst dann selbst in der Lage sein, mit bestimmten Verletzungsmustern umgehen zu können. Dritte Brille ist fast was Ähnliches. Ich schaue aus der Brille von jemandem, der sich mit urbanen Krisenszenarien auseinandersetzt. Und wenn wir von einem Blackout beispielsweise sprechen, wir keinen Rettungsdienst mehr anrufen können oder die Rettungsdienste so überlastet sind aufgrund von dem Geschehen, was um uns herum brodelt, bin ich in einer ähnlichen Situation wie im Ausland. Also auch da versagt die Rettungskette und da bin ich mehr gefragt. Das hat alles keinen Anspruch auf Vollständigkeit aus diesem Grund. Viele Sachen könnte man rausnehmen, könnte man reinpacken, könnte man ersetzen. In dem Video geht es auch nicht darum, wie ich die Dinge verwende, sondern nur, was hier alles drin sein könnte. Ich spreche explizit keine Handlungsempfehlung aus und entlasse euch in die volle Eigenverantwortung. Ich setze voraus, dass wenn ihr damit arbeiten möchtet, dass ihr wisst, was ihr tut, wisst, warum ihr es tut, dass ihr die Indikation kennt, dass ihr die Kontraindikation kennt, dass ihr befähigt seid und dass ihr berechtigt seid. All das muss gegeben sein, damit man diese Sachen überhaupt nutzen kann. Auf der anderen Seite steht natürlich die Situation, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin irgendwo in den Anden unterwegs
und ein Bergsteiger stürzt ab und ich bin daneben und es dauert Stunden bis Tage, bis die Rettung da ist, dann ist diese Situation natürlich eine andere. Ich will sagen, tut nur das, was ihr könnt. Nur wenn ihr wisst, wie es geht, wenn ihr es ausreichend trainiert habt und tut nichts, was ihr nicht tun dürft, weil sonst kommt ihr in Teufelsküche. Die Tasche selbst ist von Tasmanian Tiger. Das ist die IFAC Pouch VL. Die ist nicht direkt Molle-kompatibel, das sollte man wissen, ist aber über so ein Klettsystem mit einer Molle-Einheit verbunden, die man am Rucksack oder wo auch immer befestigen könnte. Ist mit einem Griff einsatzbereit. Na gut, mit zwei Griffen. Ja, ich habe die so immer am Auto dran, ja, dass ich einfach dahergehen kann und die rausholen kann. Und das Erste, was mir ins Auge sticht und auch ins Auge stechen soll, sind die Handschuhe. Die Handschuhe sind natürlich einerseits Infektionsschutz für euch. Man kann natürlich auch mal eine Wunde greifen, wenn man keine Handschuhe anhat. Aber es ist halt immer die Gefahr, wenn man eine Verletzung hat, dass da irgendwie eine Infektion stattfindet. Der zweite Teil, wofür die Nitrilhandschuhe für mich eine Rolle spielen, ist, für mich ist das so eine Art Startsignal. Wenn ich die anziehe, da gibt es einen Moduswechsel im Kopf und dann ticke ich einfach anders. Das hängt natürlich damit zusammen, da muss man sich schulen. Also das muss man üben, dass diesen Modus kennen, in dem man dann agiert, ist für mich, wie gesagt, das Startsignal. Zweite, was jetzt in diesen Anfangsbereich mit reinzählt, wenn ich jetzt mit einem Verletzten zu tun habe, was ich benötige, ist eine Traumaschere. Das ist jetzt die Traumaschere von X-Shear. Ich habe damit schon Lederbekleidung zerschnitten, das war völlig problemlos. Ich will jetzt nicht sagen, als ob man durch Butter schneidet, aber es kommt schon einigermaßen in diese Richtung. Neben dem Selbstschutz und der Vorbereitung des Patienten müssen wir uns als Nächstes auseinandersetzen mit kritischen Blutungen, die wirklich innerhalb von kurzer Zeit zum Tode führen können. Wir haben hierfür einerseits den CAT Generation 7. Ich habe den in Orange gekauft, einfach damit er deutlich sichtbar ist, wenn man den Patienten übergeben muss an den Rettungsdienst, dass das wirklich nicht irgendwie verloren geht, dass da ein Tourniquet angelegt ist. Wenn ein bewusstloser Patient da ist, kann er sich ja selbst nicht mehr äußern. Der ist im Feld getestet, da gibt es viele Studienlagen dazu. Meiner Meinung nach der beste, den es auf dem Markt gibt. Es gibt auch noch andere. Ich würde allerdings wirklich Abstand nehmen von unzertifizierten Produkten. Die funktionieren vielleicht nicht so, wie man das erwartet. Und ich würde auch in jedem Fall Abstand nehmen von improvisierten Tourniquets. Da gibt es Studien dazu, die zeigen, dass diese eine sehr geringe Erfolgsaussicht überhaupt haben, dass die Blutungen stoppen kann. Und man kann dadurch, dass man einen Tourniquet anlegt und den aber falsch anlegt, beziehungsweise eben so ein improvisierter Tourniquet schlicht und ergreifend nicht funktioniert, tatsächlich die Situation sogar dadurch verschlimmern, dass zwar das arterielle Blut noch in die Extremität eingepumpt wird, aber der venöse Rückfluss gestaut wird, was dazu führt, dass die Blutung eigentlich verschlimmert wird. Der Tourniquet ist also dafür da, dass man starke Blutungen an den Extremitäten stoppen kann. Es gibt da im Prinzip zwei Herangehensweisen. Die eine ist, dass man sagt, man geht so ungefähr eine Handbreit oberhalb der blutenden Stelle, legt den da an. Oder am bekleideten Patienten geht man nicht, also weil man eben davon ausgeht, dass man die Wunde nicht sieht, geht man nicht diese Handbreit drüber, sondern geht an der Extremität so hoch wie möglich, sprich in den Achselbereich, legt den da an und dreht das Ding zu. Früher hat man gesagt, diese Tourniquets, die führen dazu, dass die Extremität abstirbt. Davon geht man heutzutage weg. Man hat gute Chancen, dass es gefahrlos für die Extremität bleibt für 4 bis zu 6 Stunden. Innerhalb dieser 4 bis 6 Stunden sollte der Tourniquet nicht nochmal geöffnet werden. Das macht dann der Notarzt bzw. macht dann die Rettungsstelle bzw. die Notaufnahme. Also dreht das Ding zu, schreibt die Uhrzeit drauf und lasst es zu. Dann haben wir ein Edding mit drin. Also zum einen für den Tourniquet, zum anderen kann ich auch direkt auf den Patienten Vermerke machen. Da unten ist noch ein Tourniquet, einfach um dem Notarzt die Arbeit zu erleichtern. Es gibt noch einen weiteren Tourniquet mit hier drin. In dem Fall ist das ein SWAT-T. Der SWAT-T funktioniert anders wie der. Das ist also nicht so ein Knebel, sondern das funktioniert nach dem Prinzip Ziehen, Wickeln, Stecken. Der wird im Prinzip angelegt, dann unter Zug gebracht. Das ist wie so ein elastisches Gummiband, kann man sich das vorstellen. Und dann wird es gewickelt und gewickelt und gewickelt. Man hat da auch noch so,
da auch noch so kleine Symbole drauf, die genau in die richtige Gelänge gezogen werden müssen, damit man den Druck aufbauen kann und nicht zu viel oder nicht zu wenig Druck aufbaut. Im Grunde genommen könnt ihr beide benutzen. Das wäre mein Mittel der Wahl. Das ist quasi mein Backup. Hat noch den Vorteil, dass bei Kindern so das eventuell nicht passt, weil der einfach zu groß ist. Man noch damit arbeiten kann, man könnte den auch sogar bei Tieren anwenden. Es gibt Körperpartien, da könnt ihr mit einem Tourniquet nicht arbeiten. Das ist im Halsbereich, das ist im Axillarbereich, im Leistenbereich. An der Stelle kommt Woundpacking ins Spiel, die ihr natürlich auch da machen könnt, wenn ihr beispielsweise an der Extremität eine stark blutende Wunde habt, aber kein Tourniquet zur Verfügung habt. Woundpacking könnt ihr euch vorstellen, ist nichts anderes wie ein Baumwollgewebe, was eine gewisse Größe hat, was saugfähig ist und auch nochmal speziell aufgewickelt ist. Und damit geht ihr direkt in den Wundkanal rein, auf die Stelle, wo es blutet, also wo die Arterie kaputt ist, und drückt das da rein und stopft im Prinzip die Wundhöhle aus mit diesem Material. Oft die einzige Möglichkeit, wie man eine Blutung zum Stehen bekommen kann. Da könnt ihr im einfachsten Fall tatsächlich mit Baumwollstoff arbeiten, indem ihr ein T-Shirt zerschneidet. Das ist natürlich nicht steril. Dann gibt es Baumwollgase, die ist speziell abgepackt und steril. Die ist sehr viel kostengünstiger, wie das, was ich euch jetzt noch vorschlagen würde. Was ich nutze, ist von Quicklord Combat Gauze. Das ist das gleiche wie eine Baumwollgase, einfach mit dem Unterschied, dass hier nochmal Kaolin drauf ist oder das Ganze gesättigt ist von Kaolin. Kaolin ist ein Material oder ist ein mineralischer Wirkstoff, der die Blutgerinnung beschleunigt. Das ist also nochmal ein bisschen effektiver, wobei, wenn man jetzt gerade auf den Preis achten möchte, weil das ist schon exorbitant teuer und hoffentlich werdet ihr das ja eh nie brauchen, wird es auch diese einfache Baumwollgase tun. Nichtsdestotrotz ist es ein bisschen effektiver. Wichtig wäre noch zu wissen, wenn ihr ein Woundpacking macht, wo man es nicht macht. Und zwar, also selbsterklärend ist natürlich, wenn ihr irgendwie eine Schädelfraktur habt und das Gehirn guckt raus, ne, dass man da kennt, also ich glaube, das sagt der gesunde Menschenverstand. Wo man es auch nicht anwendet, ist im Thoraxbereich. Also das heißt, wenn ihr irgendwie eine Stichverletzung irgendwie im Brustkorbbereich habt und auch im Bauchbereich, da würde man zu anderen Verfahren gehen, beziehungsweise sind solche Blutungen, da die auch vor allen Dingen intern stattfinden, de facto für euch als Ersthelfer selbst mit dem Material nicht zu behandeln. Eine weitere Möglichkeit, eine Blutung zu stoppen, und das ist gleichzeitig die am wenigsten invasive Methode, ist die Emergency Bandage oder Traumabandage oder Israeli Bandage. Im Endeffekt ist das nichts anderes wie ein verbesserter Druckverband, den man auch, ich sag mal, unter stressigen Bedingungen hinbekommt, weil jeder, der schon mal tatsächlich einen Druckverband hat anlegen müssen, das ist ein ziemliches Gefummel, man braucht beide Hände, eigentlich braucht man noch eine dritte Hand, dass das funktioniert. Das hat man hier nicht. Die liegt von der Effektivität her irgendwo zwischen dem Tourniquet und einem einfachen Druckverband. Das ist also sehr leicht einzusetzen. Manchmal reicht die aus, dann braucht es gar kein Tourniquet. Im Zweifelsfall geht trotzdem auf den Tourniquet, einfach aus dem Grund, weil die Zeit, die es braucht, um das zu probieren, ob das funktioniert, dann funktioniert es vielleicht doch nicht. Da kann unter Umständen sehr viel Blut verloren gehen und die Zeit verkürze ich und damit verkürze ich auch den Blutverlust, wenn ich von Anfang an einen Tourniquet einsetze. Das wäre also eher was für moderate Blutungen. Ein weiterer Einsatzzweck, wo ich das brauche, ist, um nachdem ich das Woundpacking abgeschlossen habe, das Ganze zu fixieren, damit auch weiter ein Druck aufgebaut wird. Damit haben wir unseren Eigenschutz, wir haben die Traumaschere, um den Patienten freizulegen. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, um eine Blutstillung herbeizuführen. Das nächste, mit was wir uns beschäftigen, das sind jetzt die Atemwege. Und wenn man sich das ABCDE-Schema anschaut, gehört zu den Atemwegen mit dazu, dass man die Halswirbelsäule stabilisiert. Das kann erforderlich sein, weil eigentlich bei fast allen traumatischen Verletzungen immer die Gefahr besteht, dass die Halswirbelsäule irgendwie in Mitleidenschaft gezogen ist. Und die will man jetzt ruhig stellen. Klassischerweise wird ein Stiffneck angelegt, so sagt man im Rettungsdienst dazu. Ist genau auf die Größe angepasst. Es gibt, ich sag mal, so eine Universalgröße, obwohl Universalgrößen natürlich immer nicht das sind, was man eigentlich will, sondern man will das eigentlich optimal an den Patienten anpassen. Nichtsdestotrotz gibt es so Geräte. Im Endeffekt funktionieren die, dass man das
hier anpasst, hinten rumführt und befestigt und damit wird der Nacken als solches stabilisiert. Großer Vorteil bei dem Gerät, das ist Necklight, eine HWS-Stütze. Großer Vorteil ist der, es hat ein enorm kleines Packmaß, also dass das hier mit reinpasst, war ich echt froh, dass ich das gefunden habe, weil ich nur diese fest geformten Stiffnecks kenne. Und das versetzt euch halt in die Lage oder versetzt den Patienten in die Lage tatsächlich, dass der Kopf nicht mehr bewegt werden kann oder nicht mehr sehr, sehr bewegt werden kann. Funktioniert ein bisschen von der Funktion her wie ein Sam Splint, wenn ihr das kennt. Ne? Also das heißt, das ist eine Aluminiumschiene, die hier eingebaut ist, die dann abgepolstert ist und dadurch, dass es angepasst wird und diese runde Form bekommt, wird diese Stabilität erreicht. Häufiges Verletzungsmuster, HWS, also sollte man auf jeden Fall mit im Kopf haben. Necklight, HWS-Stütze. Dann haben wir bei den Atemwegen, ist ein bisschen irreführend, ne? Eigentlich sollte man denken, sind gar nicht die Atemwege, ist aber im Schema einfach damit dran. Wenn wir jetzt wirklich zu den Atemwegen kommen, reden wir als nächstes von Beatmungsmasken. Natürlich kann man eine Beatmung durchführen ohne Beatmungsmaske. Eine Beatmungsmaske hat aber immer den Vorteil, dass man wie so eine Art Barriere zwischen sich und dem Patienten bringt. Und ich habe schon diverse Eindrücke gehabt, wo ich einfach keine Beatmung gemacht hätte, wenn ich nicht irgendeine Form der Barriere gehabt hätte. Einfach weil da ist Blut und naja, könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Was jetzt hier mit drin ist, das ist so ein einfaches Face Shield, ist im Endeffekt nichts anderes wie eine Plastiktüte mit einem kleinen Ventil. Das geht so auf das Gesicht drauf. Das ist, ich sag mal, ein Notbehelf, was ich tatsächlich benutze, aber was jetzt hier nicht mit reinpasst. Das ist hier nochmal eine andere Form. Das ist eine Aero Bag, nennt sich das. Kommt hier so aufs Gesicht drauf. Und hier über dieses Ventil, wo gleichzeitig noch ein Filter mit verbaut ist, kann ich also eine Beatmung vornehmen. Hat einerseits einen Sicherheitsaspekt, also dass Infektionen nicht stattfinden kann, und hat aber eben auch einen psychologischen Effekt, weil ich sag mal, hier ist so viel Barriere da, dass eine Beatmung stattfinden kann. Wenn ich jetzt an so ein blutiges Gesicht denke, wo, keine Ahnung, die Zähne kaputt sind und es röchelt, ist die Überwindung schwer. Das schafft euch die Sicherheit, dass ihr an der Stelle vielleicht doch noch eine Beatmung durchführen könnt. Bei offenen Verletzungen des Brustkorbs, beispielsweise nach einem Messerstich oder weil ihr bei einem Fahrradsturz irgendwie ungünstig gelandet seid, ist es so, dass man diese Wunde möglichst abdichten sollte. Wenn noch was drinsteckt, lasst das drin stecken. Das ist meistens schon der Verschluss. Wenn nichts drin steckt, muss da irgendwas drauf. Für den Zweck gibt es sogenannte Chest Seals. Chest Seals sind letzten Endes nichts anderes wie so Klebepads, die auf diese Wunde draufgeklebt werden. Die verhindern, dass Luft in den Thorax eindringt und verhindern, dass ein Pneumothorax entsteht. Ein Pneumothorax ist im Prinzip, dass in die Pleurahöhle Luft eindringt und die Lunge zusammenfällt. Worst-Case-Szenario ist ein sogenannter Spannungspneumothorax. Da ist an der Eintrittsstelle, wo das Messer beispielsweise eingedrungen ist oder auch im inneren Bereich, irgendwo eine Stelle, die so eine Art Ventilfunktion hat. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass eben bei der Einatmung, also das heißt, wenn der Brustkorb sich hebt, Luft hineingesogen wird und bei der Ausatmung sich dieses Ventil verschließt und da entsteht ein Überdruck in der im Thoraxraum. Und dieser Überdruck komprimiert dann das Herz, komprimiert die Gefäße und führt letzten Endes dazu, dass der Kreislauf zusammenbricht. Das kann innerhalb von relativ kurzer Zeit passieren und das verhindert man mit Chest Seals. Die ich hier mit drin habe, die sind Russell Chest Seals. Die haben eine Ventilfunktion. Es ist grundsätzlich so, dass Chest Seals, die ein Ventil haben, dass die denen ohne Ventil überlegen sind. Da gibt es Studien dazu, die das herausgefunden haben. Man hat da festgestellt, dass die laminaren Ventile den Rückschlagventilen deutlich überlegen sind, weil diese Rückschlagventile, die funktionieren im Prinzip wie mit so einer kleinen Kugel, die da hin und her springt. Die neigen dazu, dass das Blut da koaguliert und die sind auch von der Entlüftungsfunktion nicht so in dem Maße funktionabel wie die Laminarenventile.
Ein Chess-Ziel sollte gut kleben. Und die sind unterschiedlich, je nachdem. Ich habe mir ein paar Studien dazu durchgelesen. Im Endeffekt von den untersuchten Chess-Ziels sind zwei Firmen oder zwei Produkte übrig geblieben. Das eine sind die Chess-Ziels von Hyphen und das andere sind eben die hier genannten Russell-Chess-Ziels. Also das sind, die verbinden so diese gute Klebewirkung mit der, mit dem Ventil, was ein laminares Ventil ist und damit ermöglicht, dass diese Luft wieder nach außen entweichen kann und damit tatsächlich der Spannungspneumothorax behandelt werden kann. Für die Behandlung des Spannungspneumothorax steht fest, wenn da Luft drin ist, dann muss die raus. Weil wenn die Luft da nicht rauskommt und der Druck sich immer mehr aufbaut, wird das über kurz oder lang, eher kurz als lang, zum Tod des Patienten führen. Für dieses wirklich hoch lebensbedrohliche Bild, was sich dann auftut, gibt es jetzt eine Methode oder ein Verfahren, was von all dem, was ihr hier drin findet, die wahrscheinlich streitbarste Variante ist. Diese Funktionsnadel, wenn richtig appliziert wird, führt dazu, die wird dann eingestochen, führt dazu, dass der Druck, dieser Überdruck, der sich bei dem Spannungspneumothorax aufgebaut hat, dass der entweichen kann. Das macht dann auch so ein richtiges Zischgeräusch, wenn ihr die richtig gesetzt habt. Gibt da zwei Punkte. Das einmal ist hier zweiter oder dritter Interkostalraum, Medioklavikularlinie, also das heißt in der Linie hier mit der Brustwarze, oder vordere Axillarlinie, das wäre die zweite Variante im vierten Interkostalraum, wo die reinkommt. Ihr könnt damit aber Sachen falsch machen. Ein Tourniquet kann man abmachen, die Extremität, der wird es weiterhin gut geben. Mit einem Necklight-Stützkragen macht ihr nichts falsch, also außer ihr geht jetzt völlig überbordend an den Nacken ran. Ne? Mit einer Beatmung könnt ihr wahrscheinlich nur Gutes tun. Das ist ein invasives Verfahren. Mit einer Nadel, die immerhin eine Länge von 8 cm hat und ein großes Lumen hat, wenn ihr da falsch reinstecht oder an der falschen Seite oder an der falschen Stelle reinstecht, könnt ihr unter Umständen das Herz punktieren, ihr könnt Gefäße verletzen, ihr könnt Nervenbahnen kaputt machen. Und deswegen gehört das eigentlich, nee, nicht eigentlich, gehört das in die Hände derer, die wirklich wissen, wie man damit umgeht. Also deswegen, ich habe das hier mit drin, weil ich sag mal, technisch gesehen es nicht schwer ist, wenn man weiß, wo und wenn man weiß, wie man sticht. Rechtlich gesehen seid ihr damit nicht mal mehr im Graubereich, sondern im tiefen Schwarzbereich, wenn ihr das einsetzt. Auf der anderen Seite steht ein Spannungspneumothorax, der sich entwickelt, wenn ihr irgendwo in der Pampa seid und der Rettungsdienst in 2 Stunden oder die Bergwacht in 2 Stunden irgendwie angesagt ist, wird zum Tode führen. Und das ist die einzige Möglichkeit, die ihr habt, tatsächlich diese Luft entweichen zu lassen. Die Dekompressionsnadeln, in dem Fall T-Pack von Tylac Medical, gibt es aber verschiedene. Wird als letztes komplettiert noch hier durch Alkoholtupfer. Das ist zur Sterilisation oder zur Desinfektion der Wunde, beziehungsweise der Wunde, die ihr gleich einbringen werdet. Wobei man muss sich jetzt nichts vormachen. In der Situation, in der der Patient ist, wenn er eine Entlastungspunktion braucht, weil er einen Spannungspneumothorax hat, das ist wirklich dessen geringstes Problem in dem Moment. Letzter Gegenstand, der hier drin ist, das ist eine Rettungsdecke, die gehört zum Wärmemanagement mit dazu. Die unterstützt im Prinzip alles, auch wenn es scheinbar erstmal ein kompletter Sprung ist zu verschiedenen anderen Gegenständen, die wir hier auf dem Tisch haben oder Materialien, die wir auf dem Tisch haben. Wir müssen uns das vorstellen, wir haben einen Patienten, der ist entkleidet, der ist schockig, weil er blutet oder geblutet hat. Der hat eventuell eine Atemstörung, das heißt, der steht irgendwo auf der Kippe zwischen Leben und Tod. Für den ist Kälte ein Reiz, den er nicht braucht. Da soll nichts zusätzlich noch passieren. Der zweite Punkt, der noch viel wesentlichere ist, ist der, dass die Blutgerinnung, die wir ja mit den ganzen Methoden, über die wir hier gesprochen haben, irgendwie zum ankurbeln wollen, beziehungsweise die Blutung stoppen wollen, die Blutgerinnung findet umso schlechter statt, je tiefer die Körpertemperatur ist. Das heißt, oft ist das
das Mittel der Wahl, um einfach eine weitere Auskühlung des Körpers zu verhindern. Dieses Grad, was man eventuell gewinnt oder wo man die Zeit strecken kann, das kann den ausschlaggebenden Punkt machen oder Punkt geben zwischen die Wunde blutet weiter oder die Wunde blutet nicht weiter. Deswegen, auch wenn es so ein Billigartikel ist, den man unter einen Euro kriegt, auch die Rettungsdecke rettet Leben. Jetzt noch ganz kurz zwei Kurse, auf die ich euch aufmerksam machen möchte. Einerseits Erste Hilfe Outdoor, das ist ein 3-Tages-Kurs, vor allem am Anfang des Jahres immer findet der statt. Viele Szenarien, viel Üben, viel Praxis. Ihr habt danach eine ganz andere Handlungssicherheit wie am Anfang. Und dann gibt es einen ganz, ganz neuen Kurs. Der ist so neu, dass wir noch nicht mal eine Ausschreibung dafür haben. Das ist Erste Hilfe Outdoor Advanced. Der wird im Sommer stattfinden, 4 Tage sein. Und da geht es eben auch darum, ne? Also wie wende ich das tatsächlich an? Das ist oft so der Punkt, an dem wir bei den regulären Erste-Hilfe-Outdoor-Kursen den Schnitt gezogen haben. Hier wird es dann eben auch noch in die taktische Richtung gehen und auch eben in die schweren traumatischen Fälle, mit denen ich mit normalen Erste-Hilfe-Kenntnissen schlicht und ergreifend nicht weiterkomme. Wenn euch das interessiert, am Abspann kommt gleich so ein kleiner Reiter. Der Explorer war mal bei uns, hat ein Video gemacht, hat uns begleitet bei so einem Erste-Hilfe-Autokurs. Könnt ihr mal anklicken, schaut da mal nach. Ja, und ansonsten wünsche ich euch eine wundervolle Zeit und wir sehen uns beim nächsten Video, wann auch immer und wo auch immer. Bis bald.